HR1. Herzlich willkommen hier bei HR1 in der Guten Morgenshow für Rheinland-Pfalz mit Kunz und Nadja. Und wir haben Besuch. Sie ist da. Daria Eppert aus Mainz. Playmate des aktuellen Playboys. Und das ist der absolute Hammer. Daria, du bist eine ehemalige Kollegin von uns von RPA1. Ja, stell dir mal vor, das gibt's auch. Bin ein bisschen nervös, dass wir uns auf diese Art und Weise wiedersehen. Auch gar nicht, ist doch wieder schön, hier vertraute Gesichter um sich zu haben. Jetzt erklärt doch bitte mal, woher ihr euch kennt. Was hast du bei RPA1 gemacht, Daria? Ich war VIP-Hostess bei RPA1. Zum Beispiel auf dem Rheinland-Pfalz Open Air war ich da. Mhm. Und auch im Maggie-Koch-Studio in Frankfurt, das ist aber auch schon ein bisschen her. Und irgendwie habe ich noch andere Angebote gehabt und so bin ich auch wieder von RPA1 weggekommen, ja, komischerweise. Das passiert. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Das merke ich jetzt gerade wieder, was wir lachen heute Morgen. Ja, aber dann hast du dich ja letztendlich für einen Playboy ausgezogen. Ja. Du warst da beim Shooting auf Sardinien. Ein Traumziel. Wie ist denn das so als Model bei so einem Fotoshooting? Das glaubt ja keiner. Jeder sagt, naja, da macht man halt mal so ein paar Bildchen. Es ist ja auch harte Arbeit. Dann mussten da so früh aufstehen. Also 5 Uhr bin ich aufgestanden. Oh. Dann hieß es erstmal 2 Stunden Maske und Hairstyling. Und um 7 Uhr ging es dann meistens los. Am ersten Tag sind wir zum Beispiel mit so einem Speedboot übers Meer gefahren zu so einem Liebesstrand. Aha. Dort haben wir auch ein ganz tolles Bild, das jetzt auch im Playboy drin ist, gemacht im Wasser mit tollem Sonnenaufgang und auf Steinen und auf dem Boot auch noch Bilder gemacht. Also es war schon klasse. Es klingt, Eindrücke. Es klingt auf jeden Fall nach einem Erlebnis. Sag mal, in deinem Steckbrief im Playboy steht 1,70 groß, ja. 48 Kilo schwer. Ist ja der Hammer. Sag mal, wie hältst du dein Gewicht? Ich achte auf meine Ernährung. Ich esse wirklich nicht permanent am Stück und gucke schon, was ich esse. Ich mag zum Glück keine süßen Sachen, außer saure Gummibärchen. Aber ansonsten. Da haben wir es gemeinsam. Nee, ich esse lieber so ein Salamibrötchen und saure Gurken. Was und, für eine Frau, ich esse gerne ein schönes Salamibrötchen. Ja, warum denn nicht? Handfest ist doch immer besser als so ein Labberkram. Aber ach, zählst du jetzt Kalorien oder sagst du nur, ich esse, was mir schmeckt und weiß nicht, mach nebenher noch Sport und gut ist? Nein, ich esse, was mir schmeckt, das mit Maß und Ziel. Mhm. Und bewege mich natürlich auch viel. Hab angefangen, Golf zu spielen. Okay. Und da läuft man ja auch viele Kilometer auf dem Golfplatz. Bin aber auch manchmal in Weinbergen unterwegs beim Joggen. Oder wenn ich aufstehe und RPR1 höre, mache ich meinen Morgen-Aerobic in der Küche. In der Küche? Ach Gott, so vielseitig. Wir haben es ja überlegt jetzt. Was heißt wir? Ich habe mir überlegt. Ja, du. Deswegen hast du viel über das Flaschendrehen nachgedacht. Wir könnten eine Runde Flaschendrehen spielen. Wahrheit oder Pflicht. Ja, deshalb, ich drehe die Flasche. Na klar, jetzt bin ich dran. Du hast geschummelt. Wahrheit oder Pflicht? Nehmen wir mal Wahrheit jetzt als erstes, dass wir reinkommen. Sehr gut. Auf der 0621, dreimal die 62 ist Michael aus Koblenz. Michael, die Wahrheitsfrage an Daria kommt von Ihnen. Hallo Daria. Hallo. Meine Frage ist, wo war der ungewöhnlichste Ort, wo du jemals Sex hattest? Oh, darf ich das verraten? Ja, natürlich. Hey, bitte. Echt? Wir bitten drum. Wir haben ein Recht darauf, das zu erfahren. Also ich kann nur so viel dazu sagen, ganz egal wo, es muss passen, es muss Spaß machen, oder? Butter bei die Fische, wo? Komm, wo? Wo, mein Gott. Whirlpool ist auch ganz schön, würde ich sagen. Michael, der Whirlpool. Was mich jetzt mal interessiert, wie kommt man denn zu so einem Fotoshooting beim Playboy? Auf was achten die denn da? Mir hat mal jemand gesagt, entscheidend wären da die Brüste. Also die Kriterien, die sind ganz unterschiedlich. Das Gesamtpaket muss stimmen, die Ausstrahlung muss super sein, positiv. Und es gibt auch Playmates schon, die haben ganz kleine Brüste. Ja, ich bin ja auch nicht sehr, sehr üppig geformt mit der Oberweite. Aber es kommt auf die Brustwarze an. Sorry, ja, es kommt auf die Brustwarze an. Wenn man einen kleinen Busen hat, sollte man möglichst eine schöne Brustwarze haben. Das vergangene Playmate des Jahres hat auch eine kleine Brust gehabt und aber eine super schöne Brustwarze. Das seht ihr, also das müsst ihr euch angucken. Also das, Brustwarze ist entscheidend, Kunze. Das wäre nichts für mich, weil ich habe ja Brustwarzen wie 5 Markstücke. Eine Rheinland-Pfälzerin, die muss natürlich zu uns kommen. Schön, dass du da bist, Daria. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Bereit für die nächste Runde Flaschendrehen? Immer doch.
Leg mal los. Okay, mal gucken, auf wen die Flasche zeigt. Auf dich, Nadja oder mich? Ich ahne Schlimmes jetzt. Ah, das ist so also, ein Zufall. Yeah. Daran wird wirklich gedreht hier. Glaube ich zumindest. Also Wahrheit oder Pflicht? Na gut, dass du das bekommst, was du gerne hättest. Machen wir jetzt mal Pflicht. Es ist ja nicht nur für mich, es ist ja für alle Rheinland-Pfälzer. Es ist ja für die Männerwelt. Ja? Auf rp1.de gibt es den Video-Livestream. Aha. Und wenn du schon Pflicht anbietest, Daria, dann wünsche ich mir, stellvertretend für alle Männer in Rheinland-Pfalz, selbstverständlich, dass du doch bitte deinen Playboy-Bunny-Top vielleicht gerade mal ausziehst. Okay, das kann ich machen, aber nur, wenn du dein T-Shirt auch ausziehst. Ja! Oder das ist doch gut, das wollen wir doch alle. Wir wollen dich nackt nicht sehen. Und die Brustwarzen wollen wir auch sehen. Die 5 Mark großen Brustmarken. Brustwarzen. Also, ihr beide, die Pflicht ruft, dann zieh euch mal aus. Traust du dich? Weißt du, Kunze hat eigentlich aber nicht Hemmung. Der hat ja schon nackig im Big Brother Container geduscht. Also von daher, die Menschheit weiß ja, wie er eigentlich nackig aussieht. Beim Filmen kannst du vielleicht die ein bisschen weiter weghalten von meinem Rücken, ja? Das? Wieso kriegen wir da jetzt einen Schock? Ja, kriegst du ja einen Schock. Ich weiß nicht, ob du auch so behaart bist wie ich, aber... Ich hoffe es nicht. Also ich möchte ja nicht mit dir in Konkurrenz gehen müssen. Ich zieh schon mal aus hier, so. So, Sie können das gerade live verfolgen auf RTL. Ja, Kunze ist schon mal, muss ich jetzt erstmal angucken, ganz schön, genau. Schön, ne? Dein Top aussehen. So, was hast du? Oh! Na, wie sieht das aus? Ja, also im Vergleich zu mir schon. Also geringfügig weniger Behaarung als du. Was ist denn das für eine Marke von dem BH? Der ist ja sehr hübsch. Echt? Darf ich das verraten? Willst du mal reinschielen, Kunze? Willst du mir das mal verraten? Das ist, aber ich weiß nicht, ich guck nachher mal. Du guckst nachher mal, genau. Aber ich glaube, das ist nicht deine Größe, Nadja. Also von daher müssen wir mal... Deine aber auch nicht. Was hast denn du für eine Größe? 75 A, B. Also es kommt auch, wann hier geschnitten ist. Echt? Das ja, habe ich auch. Doch nur so ich habe nicht so viel. Eine gute Handvoll ist aber auch super. Und ich habe eine schöne Brust, aber die zeige ich euch nicht. Wir müssen uns leider schweren Herzens von dir verabschieden. Ja, mir fällt es auch schwer. Es war sehr, sehr schön bei euch. Es war toll und ich war selten so durcheinander wie heute Morgen. Das kann ich bestätigen. Ich schwitze. War aber keine Absicht. Also sie sitzt ja immer noch im BH hier vor uns, die Daria. Sie sehen das auch auf der Livecam, auf dem Livestream, Kunze, auf rp1.de. Kunze. Es war schön, dass du da warst. Nächstes Mal bringe ich dann Eiswürfel mit, oder? Das ist eine gute Idee. Ist besser? Mach's gut. Danke.